Guten Tag, Bahas, mein Name. Sie haben Schmerzen, ist das richtig? Ja. Wo haben Sie denn diese Schmerzen? Ich habe Schmerzen hier. Okay, haben Sie denn noch andere Beschwerden wie Sodbrennen? Ist denn mit der Stuhlfrequenz alles in Ordnung? Ja. Irgendwelche Veränderungen mit dem Urin? Das ist normal. Okay. Ansonstige Beschwerden wie Bauchschmerzen, die Sie nicht beschreiben könnten oder sonstige Veränderungen? Nein. Okay, dann würde ich Sie einmal bitten, Ihr einmal Ihr T-Shirt zu entkleiden, bitte. Dann beginne ich mit der Inspektion im Rahmen der Bauchuntersuchung. Dabei gucke ich mir die Hände an, besonders jetzt die Nägel. Hat er Lacknägel, Urglasnägel oder Trommelschlägelfinger? Von Palmar gucke ich mir an, ob es dipotromische Kontrakturen gibt oder Palmarerythem. Ob es an den Unterarmen Hinweise auf Kratzspuren gibt, die für ein ikterisches Geschehen sprechen würden. Dann würde ich weiter zum Gesicht gehen und mir die Augen angucken, ob die Sklären ikterisch verändert sind, sind sie nicht, sind die Konjunktiven blass, würde von Anämie sprechen, dann einmal den Mund aufmachen bitte. Da gucke ich mir insbesondere die Schleimhäute an, die sind rosig, die Zunge, ob es dort Belege gibt, ob die eingesunken ist oder nicht, dann einmal die Wehen, ob es da einen Hinweis auf Stauung gibt oder nicht. Dann gehe ich einmal herum und beklopfe einmal die Nieren. Gibt es in den Nierenlagern Hinweise auf Druckdolenz? Tut das weh? Nein. Einmal beklopfen der Wirbelsäule. Tut das weh? Nein. Können Sie sich einmal bitte hinlegen? Weiter inspektorisch kann man am Thorax Hinweise auf Spider-Nebel sehen, ob es am Abdomen Hinweise auf eine Bauchglatze gibt oder ein aufgetriebenes Abdomen, Operationsnarben oder ob die Konstitution verändert ist. Dann würde ich mit der Auskultation beginnen. Normalerweise macht man das eine Minute pro Quadrant. Aus zeitlichen Gründen specke ich das Ganze ein bisschen ab. Auch hier achtet man darauf, ob die Darmgeräusche vorhanden sind oder ob sie hochgestellt sind. Darmgeräusche sind normal. Dann fängt man mit der Palpation an. Hier würde ich immer von dem Schmerzort am weitesten anfangen. Erst oberflächlich über alle Quadranten. Dabei guckt man dem Patienten in die Augen. Tut nicht weh. Dann einmal tief ausatmen, und jetzt einmal einatmen. Murphy-Zeichen ist positiv bei den Patienten. Dann würde ich die Milz mir noch einmal angucken, ob die vergrößert ist oder nicht. Ist es nicht. Dann würde ich noch die Lebergrenzen mir ermitteln, mit Hilfe der Perkussion. Leber ist auch nicht vergrößert. Im Rahmen der Auskultation könnte man den unteren Leberrand sich angucken, den man das Stethoskop auf das Xiphoid legt und die Leber ausstreichen lässt. Auch hier ist die Leber glattrandig, nicht vergrößert, ca. 2 cm unter dem Rippenbogen vorhanden. Dann weiter mit der Palpation, und zwar im Hinblick auf den Appendizitis-Zeichen. Da gibt es einmal den McBurney-Punkt zwischen rechter Spina iliaca anterior superior und umbilicus. Ist nicht druckdolent. Dann einmal den Lanz-Punkt. Auch der ist nicht druckdolent. Dann einmal das Blumberg-Zeichen. Auch hier kein Hinweis auf Schmerz. Dann einmal das Psoas-Zeichen. Auch das, hier gibt keinen Hinweis auf eine Appendizitis. Im Anschluss dieser Untersuchung könnte man digital rektal noch untersuchen und hier auch einen Douglas-Schmerz im Rahmen der Appendizitis prüfen. Zusammenfassend kann man sagen, dass sich inspektorisch keine Hinweise auf Leberschäden oder sonstiges beziehen. Palpatorisch sind keine Resistenzen tastbar gewesen. Abdomen ist weich. Schmerzlokalisation ist im rechten Oberbauch mit Murphy-Zeichen positiv. Perkutorisch haben wir einen Tympan Klopfschall. Auskultatorisch waren die Darmgeräusche blurrend, gurrend und lebhaft.
Was für fünf Differentialdiagnosen kommen in Betracht? Für den rechten Oberbauch, wie wir es im Falle von David haben, würde die Cholezystitis, die Choledochylitiasis, eine Nephrolithiasis, eine Ulcus duodeni oder eine Pyelonephritis in Frage kommen. Bei linken Oberbauchbeschwerden? Im linken Oberbauch könnte es eine Milzruptur sein, ein Milzinfarkt, eine Gastritis oder ein Ulcus ventriculi. Dann könnte es natürlich auch im Pankreas geschehen sein, im Rahmen einer Entzündung, eine Nephrolithiasis, eine Pyelonephritis oder ein untypischer Herzinfarkt. Wie sieht es beim linken Unterbauch aus? Der linke Unterbauch könnte im Rahmen einer gynäkologischen Untersuchung eine Ovarialzyste sein, eine extrauterine Gravidität. Beim Mann wie auch bei der Frau könnte es wieder eine Nephrolithiasis oder Urolithiasis sein und eine Sigma-Divertikulitis. Was eher untypisch, aber auch mal sein könnte, könnte ein Kolonkarzinom. Und im rechten Unterbauch? Im rechten Unterbauch haben wir wie bei Mann und Frau auch hier eine Appendizitis, eine Urolithiasis, eine Nephrolithiasis oder bei der Frau spezifisch eine Ovarialzyste oder eine extrauterine Gravidität sein. Im Rahmen einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung könnte auch eine Backwash-Ileitis zustande kommen, die sich im rechten Unterbauch manifestiert.